So Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von Penumbra im Halbschatten. Ja, wir waren ja gerade in einem schönen Kampf, genau in diesem. Und ich frage mir gerade, was ich jetzt hier machen soll. Weil, irgendwie... Hallo? Ich glaube, der hängt da drüben fest. Wow! Ha! Cool. What? Ey, ich hab dich nicht hier gepumpt, ne? Ja, Problem ist, ich kann irgendwie mit meinem Hammer nicht mehr treffen. Ja. Was soll das jetzt werden? Ja, man sollte treffen können. Leute, ich habe jetzt ein echtes Problem. Ich kann mit meinem Hammer nicht mehr treffen. Also, das ist zwar jetzt kein schöner Anfang für die Aufnahme, aber was willst du machen? Wow, Alter. Ja, komm her, Wuffi. Herrgott, gehst du mir auf den Sack? Ja, von wegen. Oh nein. Ja, super. Na, bin ich tot? Ich bin tot. Oder nicht? Yeah, ich hab... Wow. Was? Da. Verpiss dich! So. Liegt hier wie so ein alter Sack. Erstmal so auf den Eier gehen und dann hier... Ey, Alter, hast du mal eine Mark oder hatte mal einen Euro? Alter, boah, nee. Krieg ich ja jede Pinselotten. Alte Säcke mit bröckelndem Zement. Schön. So, jetzt... Erstmal hier ein bisschen Luki-Luki machen. So. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist. Mit dem Hammer kann ich keine Gegner zerstören. So, wir sind jetzt hinten beim Workshop. Alles klar.
verschlossen. Ich muss wohl über das Bedienfeld einen Code eingeben. Ein Code. Ich glaube, da muss ich erst noch... Oder habe ich irgendwie... nein, halt. Nein. Notizen. Stand hier irgendwas drin mit einem Code oder so? Nö. Okay. So, ja, Workshop. Da, ne? Genau. Und ich habe was im Auge. Das ist schlecht. Ich muss ja was sehen können. So, was haben wir denn hier? Was Schönes? Was? Habe ich was gemacht? Irgendwie nicht. Alte Wagenräder. Noch mehr Schrott. Jo. Wie wär's mal mit Sperrmüll bestellen? Hast du zweimal im Jahr frei. Beim dritten Mal musst du zahlen. So, was haben wir denn hier? Ich liebe meine Werkstatt. Ich habe heute bereits zwei leckere Spinnen gefangen. Eins kann ich dir sagen. Die schmecken echt gut. Gestern konnte ich mir glücklicherweise 4 Stück einverleiben. Gib 8. Hat mir Red neulich zugeflüstert. Keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. Wieso soll ich 8 geben? Ich habe doch zu meiner eigenen Sicherheit ein Tastenfeld an der Tür angebracht. Manchmal ist Red aber auch wirklich komisch. Als würde sein Verstand hin und wieder rückwärts arbeiten. Moment. Kann das möglich sein? 2... 1, 4, 8 und das rückwärts? Also 8, 4, 1, 2. Wir probieren das einfach mal. Also 8, 4, 1, 2. Lauf du, Juni. Wenn das wirklich klappen sollte, dann kann ich mir echt auf die Schulter klopfen, was das. Eine Flasche. Kaputt. So. Also. 8, 4. Nein. Ja, natürlich war es falsch. 8, 4, 1, 2. War richtig? Geil. Ist ja cool. So. Was haben wir denn hier? Wunderbar. Es sollte mir gelingen, den Sprengstoff zur Explosion zu bringen und dabei lebensfähige Körperteile dazu. Was? Ohne wichtige Körperteile zu verlieren. Okay. Leuchtsignal. Oh. Es könnte nur ein Stück Eis sein. Wieso liegt da irgendwas? Ey, Tatsache. Da liegt ja was. Eine Spitzhacke! Hey, willkommen bei Minecraft! Schaut antik aus. Es ist so alt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wofür es einmal benutzt worden ist. Ja, frag mal Google, vielleicht wissen die mehr. So, was haben wir denn noch hier? Ist da irgendwas so drin, ne? Okay, einmal hier so ein Dings, wo man speichern kann. Das ist deutlich geil, immer gut! Diese Artefakte müssen irgendwie mit den Vorkommnissen hier unten in Verbindung stehen. Vielleicht entdecke ich ja etwas Nützliches, wenn ich weiter herum experimentiere. Oder aber ich erleide einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Oder du fällst so tot um. Oder wirst von Spinnen gefressen. Oder... Ja, keine Ahnung. What? Was ist denn hier? Okay, es hat irgendwie gespeichert. Herrje, weitere Spinnenweben. Ich hoffe, das Loch war bereits vor den Spinnen hier und nicht umgekehrt. Ja. Ach so, ich werde mal die Kommst du mit? Dankeschön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Ich bin fit wie ein Turnschuh. So,
Also nehmen wir mal die 2. Boom, Baby. So. Was soll das denn jetzt hier? Ein Leuchtsignal? Ja, dann... Danke. Was denn das denn hier? Okay. Ein elektrischer Zaun, vor kurzem erst errichtet. Ich muss einen Weg finden, dort rüber zu kommen. Ja, rüberspringen. Okay. Warum geht das nicht? Mit Anlauf. Geil, ich laufe hier gegen elektrischen Zaun und er ist fit wie ein Turnschuh. Das ist Hammer. Ja. Das ist echt geil. Also. Ach, verdammt, ist hier vorne nicht noch irgendwie ein Fass? Toll, das kann ich gar nicht aufheben. Oh, scheiße. Das muss ich... diesen scheiß Dingern hier... So, einmal das. Sowas liebe ich ja. Nein. Passt das so? So, und du Kiste, du kommst hier drüben mal in die Ecke. Ich habe gesagt in die Ecke. Weil, wir... Wie kann ich ihn das Ding umschmeißen? Ach so geht das. Ja, sagt es doch. So, komm jetzt voll konkret darüber. Halt! Nö, nö. Bin ich voll gegen. So. Reicht eins? Man sollte... Ja. Man sollte vielleicht das mal so machen und dann einmal so. Ich möchte da gerne weiter. Margret! Ah ja. Sehr gut. Okay. Au. Was? Ich hab nichts gemacht. Ey, komm, ich bin fit wie ein Turnschuh. Also, ne? So, Strom ist aus. Sprengstoff. Ah, so gefällt mir das. Ja, das ist so klar. Verschlossen. Verdammt, wie soll ich jetzt dort reingelangen? Die Tür schaut sehr alt und morsch aus. Warte mal, können wir hier nicht vielleicht irgendwie ein bisschen nachhelfen? Bäm! Mahlzeit! Was haben wir denn hier? Nun, ich würde einen Erste-Hilfe-Kasten bevorzugen, aber so kann ich Schmerzen wenigstens dümmlich grinsend ertragen. Oh nein. Dümmlich grinsen, das passt. Perfekt, ein Fass mit Schwarzpulver. Ein kleines Loch befindet sich auf der Oberseite. Nicht groß genug, um hineinzugreifen. Ja. Und das muss ich jetzt nehmen, oder was? Hallo? Da muss ich es kaputt machen. Trockene Schwarzpulver. Genau das, was ich brauche. Muss, ja.
Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, zwei weg. Dynamit. Boom, Baby. So, ja. Eine Flasche Bakstrin könnte nützlich sein. Ja. Müssen wir das jetzt hier erstmal trinken? Getränk den Bakstrin sollte der Schwarzpulver gut halten. Okay. Prima, eine Lunte, die nur darauf wartet, angezündet zu werden. Aber was nützt mir das, wenn ich das hier anzünde? Jetzt sollte das Feuerzeug wieder funktionieren. Ja, schön. Nein. Warum? Unglaublich, meine erste selbst hergestellte Lunte. Ja. Ja, ja, ist gut. Einmal wieder der ganze Weg zurück. Oh. Bei mir piept's. Ich muss leider den Part beenden. Ansonsten wird es dann zum Ende noch asynchron und das muss ja nicht sein. Leute, ich mache hier den nächsten Schnitt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann... Jetzt kriege ich noch zum Ende des Videos einen Knoten in der Zunge. Und das muss nicht sein. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Teil von Let's Play Penumbra im Halbschatten wieder. Also, bis demnächst. Ciao!